Und da sind wir wieder zurück. Let's Play Final Fantasy 15. Dufter Typ wieder dabei. Und ja, wir wollen gleich weitermachen. Pause zu Ende hier. Pause zu Ende? Ah. Während des Ritus muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du? Zwei Schiffe weniger sollten reichen, dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay, verstanden. Klingt einfach. Wie, hier steigen wir nicht aus? Zwölf Jahre ist es her, dass Luna Freya Noctis das letzte Mal sah. Nach der imperiale ein... Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Also, nach einer Eskorte sah das jetzt nicht aus. Aber okay. Irgendwie, Bist du schon angekommen? Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Oh Mann, schön. So viele Leute. Dass so viele kommen. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Aber alles klar. Wir springen hier über die Leute einfach drüber, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ein bisschen mehr Jubel. Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wenn wir nichts tun, werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis. Die Trauer
und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer, die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch, bitte, fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht. Denn ich verspreche euch, wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Ich danke euch. Ja, das sehe ich auch. Kletter irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Super, so viel Wirbel, nur um einen einzigen Gott zu beschwören. Bei Titan wirkt das jetzt nicht so schwierig. Na gut. Wir schaffen das trotzdem. Ich weiß zwar noch nicht was und nicht wie, aber wir schaffen das. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. Unterwegs. Der Ritus hat also begonnen. Sieht so aus. Los, Luna braucht unsere Hilfe. Na komm, endlich so. Freunde der Sonne. Lange nicht mehr gekämpft hier. Da fällt mir gerade ein, ich würde mal ganz gerne etwas ausprobieren. Das probiere ich jetzt mal hier aus. Und zwar, mir wurde der Kampfmodus, mal der Wartemodus empfohlen. Den will ich mal ausprobieren. So, ich habe jetzt Zeit, irgendwas zu machen. Okay. Okay, jetzt habe ich den Wartemodus. Wo kommt der? Aha. Okay, ich kann jetzt mir einen Gegner
anvisieren, kann den anwählen. Lol, ernsthaft jetzt? Jetzt kann ich quasi ihn angreifen. Also. In Jump? Das ist ein Witz. Also kann ich quasi die ganze Zeit hier einen nach dem anderen anwählen. Achso. So. Das ist echt. Lol. Bisschen witzlos. Mit diesem Wartemodus. Jetzt kann ich den sogar noch analysieren. Ne, passt auf. Ich bin mal ganz dreistig. Nehme mal den da hinten. Einfach nur, weil es ein Scharfschütz ist. Aber wisst ihr was? Dieser Wartemodus geht mir unglaublich auf den Senkel. Ich nehme wieder den Echtzeitmodus. Hat zum Teil auch ein bisschen damit zu tun, dass wir damit auch schon ein bisschen geübter sind. Darum Bums, 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 Krabums, Krachbang. So. So sieht das Ganze doch schon einiges besser aus. So, jetzt brauchen wir hier noch einen neuen Warp-Punkt. Dass nur der erwählte König das Dunkel vertreiben kann. Muss ich eine Göttin belehren? Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Noct, Pronto ist unterwegs zu dir. Und ihr? Wir warten. Wow. Ist nur für zwei Passagiere Platz. Spring runter! Was? Mach schon, schnell! Okay, ich beeile mich. Das sieht ein bisschen, Sagst du so? Spaßig aus hier. Hui. Was ist denn das? Eine Leihgabe der Neffen. Mit direktem Kurs zur Seeschlange. Nicht dein Ernst. Lange Wasser! Überlass das mir! Oh, krass. Wir kämpfen hier anscheinend schon gegen den Guten. Der Rest liegt an dir. Geht klar. So gut wie erledigt. Na dann, mal schauen, was hier noch für krasse Action-Szenen passieren. Unglaublich, weißt du. Irgendwie mussten wir doch hinkommen. Nicht schon wieder. Dämliches Mistviech. Läuft. Gleiches Spiel wie bei Titan hier anscheinend. Blocken, parieren. Blocken, parieren. Dreieck?
Beistand anflehen. Naja, sie mag es ja angefleht zu werden, ne? Dann flehen wir sie mal an. Segne mich mit deiner Kraft! Hat die gerade gesagt, geh sterben, du Bruder? Keine Sorge, ich komme zu dir rüber und dann. Hallo? Jetzt kann ich durch. Was passiert jetzt? Muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest? What the? Ah, hier habe ich zumindest einen Warp-Punkt, das ist gut. Im Auge des Sturms. Kein Karfunkel möglich, ich weiß. Ich schaue mich hier mal ganz kurz um. Ah, Moment, da ist ein Warp-Punkt. So, machen wir das doch ganz einfach. Gib ihn halt selbst. Und erinnere ihn schön an den Kristall. Schnell, kleiner Prinz, die Braut ist am Altar. Der Ring wird den rechtmäßigen König erreichen. Nicht der Dunkelheit. Für immer seinen Frieden finden. Ihr zuerst, werte Luna Freya. Ruhet in Frieden. Warum habe ich plötzlich Gänsehaut bekommen? So cool war das gar nicht. Egal. Es reicht, miese Attacken zu wirken. Gehört haben. Es geht nicht auf unsere Lebenspunkte. Ganz im Gegenteil, die sind unglaublich erhöht.
Also einfach weiter drauf da. Niedergeworfen. Na, dann hauen wir doch mal richtig auf die Kacke. So, du alle dreckige Mistschlange. Bist du jetzt endlich genug oder was? Immer noch nicht? Keine Sorge, ich helfe dir. Der Noctis ist jetzt Superman. Mit momentaner Teleportation. Komm nicht so cool. Spektakel gerade. Na, immer noch nicht genug. Alles dreckiges, fettes Viech. Ich muss den Kopf erwischen anscheinend. Das ist wunderbar. Wo ist denn der Kopf hin? Na komm, wo ist er denn? Zeig mal deinen wunderschönen Kopf. Da kriegt man echt einen Drehwurm. So, der macht hier voll die Manöver gerade im Wasser. Na, geht doch hier. Schöne Treffer. Immer schön Warp-Sprünge, kostet ja keine MP, dauert halt eben leider nur ein bisschen. Na, genug? Oder immer noch nicht? Immer noch nicht. So, du bist ein kleiner Wurm, Wasserschlange, du. Boah, aber eine Sache muss man sagen, ne? Jetzt haut Noctis natürlich unglaublich rein. Das ist eine Kraft. Mitten im Sturm. Na, worauf machst du dich jetzt gefasst? Ach so, willst du wieder einen auf dicke Hose machen, ja? Würdest du deinen Kopf nicht die ganze Zeit durch die Gegend bewegen, wäre das Ganze für mich noch ein bisschen einfacher. Hier, ich habe nämlich das Meisterschwert gefunden. Das habe ich im tiefen, dunklen Wald gefunden, nachdem Zelda mich darauf hingewiesen hat. So, so viel hat er nicht mehr. Wir rupfen dich jetzt Stück für Stück auseinander. Das kannst du mir glauben, mein Bruder. Doof ist schon, ist natürlich nur, dass wir schon in dieser... Oh, krass. Spektakel. Das größte Feuerwerk, was die Welt je gesehen hat. Wir feuern einfach nur drauf los. Einfach nur Kreis gedrückt halten. Die Dinger kommen von alleine an die Schwerter. Oh. Oh. Nächste Runde. Schon wieder auf dem Boden. Ist das so? Na komm. Ein letztes Mal. Dir zuliebe. Tschüss, Leviathan. Langsam reicht es. Deine Niederlage steht bevor.
und eine Parade hinterher. Oh, hier muss ich mal ein bisschen mehr gedrückt halten. Drück. Das kriegen wir hin. Ganz geschmeidig. Terminated. Es ist vorbei. Noctis? Luna? Du hast mich also gefunden. Ja, natürlich. Dass wir uns noch einmal sehen. Ich bin so froh. Wie meinst du das? Wieso sollten wir uns nicht sehen? Weil meine Gebete erhört wurden. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Du bist auserwählt, Noctis. Die Sterne leuchten nun für dich. Und du sollst das bekommen, was dir rechtmäßig zusteht. Weißt du noch die Blumen in Tenebrae? Kommt mir vor, als wäre es ewig her. Sie blühen noch immer für dich, in den Tälern und an den Hängen. Bist du auch dort? Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben. Doch dieser Augenblick muss uns reichen. Warum? Ich wollte dich doch retten. Wenn die Welt um dich einstürzt und es keine Hoffnung gibt. Wenn du alleine bist an einem lichtlosen Ort. Dann schau zu den Sternen. Wisse, dass ich dort bin. Und dass ich für immer über dich wachen werde. Leb wohl, geliebter Noctis.
wieder zurück. Ich sag den anderen Bescheid. Kann aber ein bisschen dauern. Bist du verletzt? Es war ein hitziger Kampf. Da fallen Opfer. Und Luna? Ist eines davon. Das ist von Umbra. Thank you.